Sie haben Chancen gesehen und ergriffen und sind immer offen mit Veränderungen umgegangen und hatten damit, kann man schon sagen, sehr viel Erfolg. Welche Tipps geben Sie jungen Unternehmenslenkerinnen und Gründerinnen mit auf den Weg? Was sind Ihre Top 5, um sich gut organisiert auf die Zukunft vorzubereiten? Danach suchen die Menschen eigentlich schon seit Jahrtausenden. Das ist der richtige Ansatz. Also ich glaube, für mich das Wichtigste ist, guck dir an, wer deine Kunden sind oder sein können und komm mit denen ins Gespräch, um zu klären, was die überhaupt brauchen. Vielleicht wissen sie noch gar nicht, was sie brauchen. Das heißt nicht alles nur, was die einem sagen, sondern das, was wirklich aus deren Geschäfts erkennbar benötigt wird. Und versuch, das ist jetzt schon zwei Grundsätze. Also such sie dir und definier sie. Zweitens, komm mit ihnen ins Gespräch und versuch herauszufinden, was sie brauchen. Und drittens, biete hohe Qualität in dem, was du tust. Mach nicht alles, beschränk dich auf bestimmte Kernkompetenzen und werd da möglichst gut. Verzettel dich nicht. Sind wir jetzt bei 4? Und dann eben, dass man Augen und Zeit für die Mitarbeiter hat, dass man sich kümmert, dass man weiß, dass das ganze Unternehmen eigentlich nur davon lebt, was die Mitarbeiter einbringen. Kein Chef führt einen Laden, kein Chef bringt das Geschäft, sondern das ist etwas, was die Mitarbeiter machen. Und dieses Gefühl muss man ihnen auch geben, dass sie es im Prinzip sind, die diesen ganzen Laden tragen. Doch, das ist ein gutes Schlusswort.